So, beliebige Tasten drücken. Wollen wir jetzt mal weitermachen? Oh Mann. Starte ich doch gleich mal die Aufnahme. The Last of Us. Fortfahren. Zentrum. Da bestimmt noch was für einen Jan hier. So, wir haben ja jetzt die beiden Mädels hier am Start. Oh Mann, wir haben es tatsächlich geschafft. Sind alle okay? Ja, gehen wir. Ihr seid ja ganz schöne Profis. Das nennt man Glück. Und es hält nicht ewig. So, wollen wir mal mit den beiden Mädels. Ich würde gerne. Wohin müssen wir, Tess? Zum Rathaus geht's da lang. Ob das funktioniert? Ob ich jetzt hier ehrlich so eine. Weißt du? Klappt das? Schade. Wie kommen wir über diesen Truck? Mal sehen, ob wir was finden. Zombies sind es ja eigentlich keine, ne? Ja, kann man mal machen. Okay. Okay, dann mal los. Wir sind gerade erst verwandelt. Das heißt, dass hier noch mehr davon sind. Wir müssen weg. Müssen über den Truck. Okay. Ich weiß nicht, ob er später auch Ellie spielt. Klettert hoch. Warum heult der immer? Klettert hoch. Wäre irgendwas Schlimmes passiert. Sicherheitsbroschüre. Das Center für die DC Control hat diese Broschüre über die Cordyceps Gehirninfektion CGI herausgegeben, um die Achtsamkeit und Verhinderung der Ausbreitung zu verbessern. Hintergrund: Der parasitäre Cordyceps-Pilz ist in der Lage, den Geist des Wirts zu übernehmen und sein Verhalten zu beeinflussen. Bis vor kurzem hat er nur Insekten und einige Arten von Gliederfüßern befallen. Eine neue Spezies ist in der Lage, sich auch im Menschen einzunisten. Die beiden bekannten Übertragungswege sind Einatmen von der Cordyceps abgesonderten Sporen, Kontakt mit Körperflüssigkeiten einer mit CGI infizierten Person, in der Regel durch einen Biss. Inkubation. Nach der anfänglichen Infektion breitet sich der Parasit innerhalb von 1 bis 2 Tagen ins Gehirn des Wirts aus. Die Inkubation ist abgeschlossen, wenn der Cordyceps alle körperlichen Funktionen seines Wirts übernommen hat. CGI, erstes Stadium. Symptome. CGI-Patienten im ersten Stadium legen launisches, gewalttätiges Verhalten an den Tag und gehen auf alle in ihrer Umgebung los. Nach einer gewissen Zeit durchbricht der Pilz das Gewebe des Wirts, um die Verbreitung von Sporen in der Luft zu ermöglichen. Behandlung: Es gibt keinen Impfstoff gegen CGI.
Auch zur Verlängerung der Inkubationszeit ist keine Behandlungsmethode bekannt. Diagnose. CGI kann durch einen Bluttest oder eine mikroskopische Untersuchung in der Regel im Ohr festgestellt werden. Die Testergebnisse fallen bereits Minuten nach der Infektion positiv aus. Na dann. Nee, ich bin eigentlich mit meinem Rohr zufrieden. That's what she said. Joel, hier drüben. Muss ich erstmal wieder mit der Steuerung vertraut machen. Kann ich nicht rein? Doch, schade. Na gut. Wir gehen durchs Gebäude. Ach, ich will nur spielen. Okay, wie kommen wir hier wieder raus? Finden wir es raus. Ach Mädels, macht euch mal locker. So, gibt's hier irgendwas? In der Zone nicht auf Infizierte, wenn man sich an die maximale Regeln Gesundheit, Fähigkeiten. Was kann ich denn craften? Ich habe keine Klinge. Schade. Ist doch komplett abgesperrt. Wie bist du da reingekommen? Ich kannte Wege. Naja, einer dieser, was ihr Runner nennt, bis zu. Und so kam das. Verstehe. War Marlene bei dir, als das passierte? Nein, ich bin danach zu ihr gegangen. Erstaunlich, dass sie dich nicht erschossen hat. Hätte sie fast. Wie es ihr wohl geht? Ich sagte doch, alles wird gut. So, also wie gesagt, die Ellie wurde von diesen parasitären Leuten, Viechern gebissen. Ist aber immun. Oder scheint immun zu sein. Was haben wir denn? Okay, mir fehlt Werkzeug, aber wie viele Sachen habe ich denn? Ich habe 15 Teile, das bedeutet entweder Magazinkapazität oder Nachladetempo. Revolver. Was habe ich denn aktuell ausgerüstet? Die Frage ist, was macht mehr Schaden? Kannst halt auch nichts angucken, ne? Ups. Okay, hier ist es gut. Ermöglicht dir, die Waffe nachzuladen, schneller abzufeuern. Nachladetempo. Schneller abzufeuern, Magazinkapazität. Macht vielleicht auch Sinn. Das sieht gut aus. Was ist denn eigentlich mit dem Halfter? Was macht das denn? Halter für eine zweite Pistole? Ah, okay. So, hast du was gefunden, Ellie-Mädchen? Nein? Okay. Also Ellie ist wichtig, weil sie halt den Impfstoff in ihrem Körper trägt. Glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß auf jeden Fall, dass sie nicht... Oder zumindest glaubt man das.
Schade. Jo, es kommt ja bald Resident Evil 4 raus. Das Remake. Soll ein bisschen besser sein. Weiß ich nicht. Das sieht doch komisch aus. Ich weiß mir nicht, was das jetzt war. Okay. Sorry, das war ich. Tess. Sorry. Komm, bleib da bei mir. Aber da wollte ich doch noch gar nicht hin. Erstens war ich das. Aber das würde erklären. So, warte mal. Kann ich irgendwas craften? Wir haben Alkohol jetzt gefunden, aber wir haben keine Lumpen. Es gefällt mir gar nicht, dass ich da oben irgendwas höre. Eine Klinge. Das ist doch schon mal gut. Da waren wir eben schon. So. Was macht mein Pokémon? Sieht ja cool aus. Also entweder ist die Taschenlampe kaputt. Oder sie soll kaputt gehen. Oder der Akku geht leer. Kann ja auch sein. Warte mal, ich muss mich erst nochmal... Okay, hier kann ich also diesen... komischen Modus machen. Ah, ich muss die Taschenlampe aufladen, indem ich schüttel. Okay, okay. Mist. Was ist das hier? Ein altes Museum. Manche Sachen hier sind Jahrhunderte alt. Wirklich? Das klingt sehr überzeugend. Ja, ist die Frage, ne? Ist die Frage, ob ihr drauf Bock habt. Weil eigentlich, ich sag's mal so, ich kenne das Spiel halt auswendig. Ne? Ich habe ja das Original auf der GameCube hier im Schrank stehen. Ich habe eine Steam-Bibliothek, das HD-Remake. Dementsprechend immer so ein bisschen schwierig. Das HD-Remake, deine Meinung zu Sons of the Forest, das hat am 25. Release-Date. Ich habe keine Ahnung. Also wir können es uns auf jeden Fall holen, ne? Kein Problem. Das werde ich mir aber erst am 25. holen können. Okay, aufpassen, schnell. Los. Scheiße. Joel. Ich lebe. Ich werde außen rum gehen. Tess! Nein! Scheiße! Och nein! Tess!
Jetzt nach unten oder nach oben? Holy moly. Oh, verdammter Lümmel! Na, komm schon! Alter! Wollt ihr mich verarschen? Ey. Jo, grüß dich. Janis war kurz da, ist aber wieder weg. Ja, ich kann nicht jedes Wochenende jemanden hier pennen, hier bei mir pennen lassen, der bis in die Puppen halt ständig am PC sitzt. Nur weil sein Schlafrhythmus kaputt ist, heißt nicht, dass meiner auch kaputt sein muss. Hier lang. Hier geht's aufs Dach. Wann brauche ich? Auch mal ein bisschen Ruhe. Was ist mit dir? Alles okay? Definiere okay. Atmest du noch? Gilt panisches Keuchen? Das gilt. Gut, dann bin ich okay. Muss ich jetzt nach oben oder muss ich nach unten? Wir müssen irgendwie rüber. Da ist es. Unser Zielort. Dahin.
Vorsicht! Könnte man, aber das, ich habe bei manchen gesehen, dass das im Spam endet. Und darauf habe ich keine Lust. Okay. Sei vorsichtig, wenn du. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich das hinzufügt. Ich beschäftige mich damit nicht. Das ist das Problem. Lass mich raten, die Mädels kommen rüber, wir nicht. Und ist es das, was du dir erhofft hast? Ich weiß noch nicht. Aber Mann, was für eine Aussicht. Kommt, hier lang. Dann kriege ich meine fast 350.000 Kanalpunkte abbauen. 5 oder 10.000. Ah, das wäre so eine Idee. Muss ich mir mal überlegen. Es ist fast geschafft. Reiß dich zusammen. Ja, Ma'am. Es gibt ja Leute, die machen das für Bits. Ja, weiß nicht. Gleich hier um die Ecke. Vor allem ist es auch so ein Input, was man bei OBS einführen muss, oder macht das Twitch Auto automatisch? Gibt's hier noch irgendwas? Ich meine, wir müssen ja auch mit craften sozusagen. Wie kann ich denn rennen? Ich habe die Steuerung vergessen. Warum kann ich mir das hier nicht anzeigen lassen? Ah, mit L1, okay. Ich habe immer so das Gefühl, dass da irgendwas sein könnte. Sieht grafisch für ein PlayStation 4-Spiel ganz gut aus. Der wacht doch bestimmt gleich wieder auf. Sieh mal an. Wer hat ein Firefly-Zeichen auf dem Arm? Was, wenn wir hinkommen und alle sind tot? Sind sie nicht. Und... woher weißt du das? Ich weiß es einfach. Treffpunktbereich patrouillieren. Stellen Sie sicher, dass keine Militärpräsenz in der Gegend herrscht, bevor Sie das Mädchen zum nächsten Unterschlupf bringen. Sie muss gut ernährt und bei bester Gesundheit sein. Ihre Sicherheit hat absolute Priorität. Aha. Und die Tür könnt ihr nicht aufmachen. Warte mal, warte mal. Wir müssen hier rüber, okay. Im zweiten Teil spielt man, glaube ich, bis zu einem gewissen Grad Ellie. Hier weiß ich es halt nicht. Hoch und rüber. Ich hätte mir eigentlich das Remake holen können. Für die PlayStation 5 und das... ist eigentlich der Vierer... das wäre mal ganz interessant. Also für die Leute, die es wissen, im Chat könnt ihr gerne. Das sieht doch so aus, als gäbe es hier doch irgendwas. Also die Leute, die es wissen, im Chat könnt, es gerne, könnt ihr gerne Bescheid geben, wenn ihr es wisst. Für die Leute, für die YouTube-Kommentatoren sozusagen, auch gerne in die Kommentare rein. Aber wenn ich jetzt hier ein Spielstand anfange, mir dann den Fünferteil, ne, den neuen Fünferteil für die PlayStation 5 hole, wäre dann theoretisch der Spielstand kompatibel? Nur, dass das klar ist, ich kann nicht schwimmen. Auf der rechten Seite sieht es flach aus. Folgt mir. In der Zombie... wie Marlene euch gefunden hat. Was meinst du? Ich weiß, ihr werdet dafür bezahlt, aber... ich will mich bedanken. Ja, kein Ding. Sie kann also nicht schwimmen. Eine Zombie-Apokalypse, wo alles den Bach runtergeht und sie kann nicht schwimmen. Das ist irgendwie... ich weiß nicht, ich finde das irgendwie komisch.
Warum rennst du so komisch? Wir müssen auch nochmal Final Fantasy 7 Final Fantasy 7 spielen. Meine Lieben. Und was machen wir jetzt? Weil wir Crisis Core gespielt haben. Was machst du da, Tess? Oh Gott. Vielleicht haben sie sowas wie eine Karte oder irgendeinen Hinweis auf ihr Ziel. Wie weit soll das hier noch gehen? So weit, wie es eben gehen muss. Wo ist dieses Labor? Oh, ich weiß es nicht. Sie hat nur gesagt, es wäre irgendwo im Westen. Was machen wir hier? Das geht uns nichts an. Was weißt du denn schon? Über mich? Ich weiß, dass du klüger bist als das. Ach ja? Wir sind abscheuliche Menschen, Joel. Und zwar schon echt lange Nein, Zeit. Nein, wir sind Überlebende. Das ist die Chance. Es ist vorbei, Tess. Wir haben es versucht. Gehen wir nach Hause. Ich gehe nirgendwo hin. Hier ist Endstation. Das ist mal ein bisschen lauter. Weil die ja Switch sein. Von dem Sound her lauter ist. Fass mich nicht an. Oh nein, scheiße. Sie ist infiziert. Joel. Lass mal sehen. Ich wollte nicht... Zeig es mir! Oh Gott. Oh. Ups, was? Ups. Kannst aber laut sagen. Zeig mir deinen Arm. Das ist 3 Wochen alt. Mein Biss ist 1 Stunde alt und ist schon schlimmer. Das hier ist real, Joel. Du musst die Kleine zu Tommy bringen. Er kannte diese Leute. Er kennt bestimmt auch ihre Stelle. Oh nein, 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 nein. Du wolltest das hier. Ich mach das nicht mit. Doch, machst du. Hey, ich weiß, ich bedeute dir genug, dass du mir diesen letzten Wunsch nicht abschlagen kannst. Also bring sie zu Tommy. Shit. Sie sind hier. Ich verschaffe euch Zeit, aber ihr müsst hier weg. Was? Holy shit. Wir sollen dich einfach hier lassen? Ja. Das werde ich auf keinen Fall. Ich verwandle mich nicht in so ein Ding. Na los. Mach's mir nicht so schwer. Oh, ich kann kämpfen. Nein, geh einfach. Ist das überhaupt die richtige Kategorie? Geh doch endlich. Ja. Ellie. Tut mir leid, ich wollte das nicht. Los, beweg dich. Es war mir klar, dass wir die wenigen Verbliebenen... Dass wir die auch noch verlieren. Das erinnert mich so ein bisschen an Plucktail. Oh verdammt! Wie konnten wir das nur tun? Stopp! Ohne uns stirbt sie da! Stopp! Du bleibst nicht bei mir, wir müssen weg. Oh Mann. So. Lass mir alles abluten. Theoretisch habe ich ja Zeit. Gibt's hier noch irgendwas? Das sah so aus. Nee. Schade. Gut, dann bin ich mit der Kleinen also alleine. Im Übrigen, ich habe das Spiel noch nicht gespielt. Ich spiel's blind. Wir gehen hoch. Kommt man vermutlich raus. Jetzt lauf einfach weiter. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Okay, ich muss hier sowieso lang. Kulisse ist cool, aber ich würde eher sagen, so eine Kulisse, so eine Museumskulisse würde... Erstmal mitnehmen, was geht. Die Kleine kann schon auf sich alleine aufpassen.
Skillpunkte. Ich hoffe, das ist nur Atmosphäre und das ist wirklich kein Spießrutenlauf. Hallo. Neue Waffe, Jagdgewehr. Na dann. Was machen wir? Joel? Ich hab es. Ich hab sie! Ausgänge sicher! Lass den Kopf unten! Habe das Ziel entdeckt. Weiß, dass du da bist. Ja, war nichts dabei, ne? So, wie kann ich jetzt nachladen? Wie kann ich nachladen? Das ist doch dumm. Warte mal, das steht doch bestimmt hier drauf. Natürlich so klein, dass man es nicht lesen kann. Waffe auswählen, ducken, Nahkampfangriff, interagieren, mit Waffe zielen, sprinten, Ereignis ansehen. 12. R1. Okay. Das klappt natürlich nicht. Waffe feuern, Gegenstand werfen, nachladen. Ist die 12? 12 ist... 12 ist R1. Das benutze ich zwar, aber es funktioniert nicht. Vielleicht habe ich auch nicht genug Munition. Wer kümmert denn hier jetzt rum? Ich kann was skillen. Lauschmodus, Distanz, Fertigungszeit. Reduziert Fertigungszeit, Heiltempo. Maximale Gesundheit. Oh, das ist alles ziemlich geil. Messermeister. Benutze ein Messer, um dich zu retten, wenn dich ein Klicker schnappt.
Schwenken der Waffe. Heiltempo ist alles ziemlich geil. Ich mache erstmal Heiltempo. Bleib bei mir. Na los. Natürlich schade, dass wir jetzt die Dame verloren haben. Den zwei Mädels fand ich. Hab ich. Na komm. Okay, verstehe. Verstehe. Nicht wirklich, ich weiß gerade eh nicht, wo ich bin. Aber gibt ja nur diesen Weg. Durch den da, ne? Ich weiß nicht, wie viele es sind. So, die Frage ist jetzt eher... Können wir die vielleicht triggern? Ich bin doch echt zu blöd, ey. Der zielt aber echt langsam, ne? Deckung, ich weiß nicht, wie viele es sind. Warte mal, vielleicht kann ich sie ja... Sicher, kein Ziel. Scheiße, warum kann ich nicht nachladen? Ist doch behindert. Ja, ich brauche nicht R1 drücken. Ich muss wissen, wie man einen leeren Revolver nachlädt. Deckung, ich weiß nicht, wie viele es sind.
Was? Berichten. Sekunde. Lauschen ist die R2-Taste, aber das ist nicht Lauschen, sondern ich muss die R2-Taste drücken. Haltet die Stellung! Warum wird das von den Leuten so gefeiert? Warum sind es immer so Spiele, die... Boah. Deckung, ich weiß nicht, wie viele es sind. Also ich weiß nicht, was das Problem ist, aber die Steuerung auf dem Ding kannst du echt vergessen. Norden sicher, kein Ziel. Natürlich.